Diese Übung dient zur Kräftigung und Mobilisation der hinteren Schulterblatt- und oberen Rückenmuskulatur. Dabei ist es notwendig, dass Sie einen guten aufrechten Sitz haben, angefangen bei den Sitzbeinhöckern. Da bietet es sich immer an, die so ein Stück nach hinten zu ziehen, dass Sie erstmal vom Becken her gut sitzen. Dann Oberkörper aufrecht, Schultern leicht nach hinten gezogen, trotzdem locker und Kopf gerade, man sagt in Verlängerung der Wirbelsäule, sodass Sie da erstmal eine gute Position haben. Dann lehnen Sie sich so leicht nach vorn, Oberkörper bleibt gerade, also Sie fallen nicht wieder ein, Bauch ist leicht angespannt. Sie nehmen die Hände nach vorn und ziehen einfach Ellenbogen nach hinten, soweit es geht, Richtung Schulter bzw. Rücken. Und diese Übung während der Anstrengung erfolgt die Ausatmung sozusagen. Also dieses. Als Variante etwas schwerer, Sie gehen einfach etwas weiter nach vorn, achten weiterhin auf die gute Haltung, schauen nach vorn, jetzt nicht wie ich in die Kamera, und gehen wieder mit den Armen nach hinten. Ausatmung nach hinten. Diese Übung 10 bis 15 Mal und als Variante noch als Rotation der Wirbelsäule Pfeil und Bogen. Sie haben wieder die gleiche Ausgangsstellung, rechter Arm geht nach außen, öffnet sich und der linke Arm orientiert sich am rechten, geht ebenfalls zur rechten Seite und Sie ziehen jetzt wie beim Pfeil und Bogen den linken Arm, Schulter bleibt oben, Ellenbogen bleibt oben bis nach hinten, Ausatmung und das gleiche nochmal. Ebenfalls hier wieder 10 Wiederholungen und das gleiche simultan auf der anderen Seite. Das heißt, linker Arm nach links, rechter Arm folgt dem und das gleiche 10 bis 15 Mal auf der rechten Seite. Viel Spaß dabei!